Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute habe ich für euch erstens einen wunderbaren Ausflug hoch im Norden, danach Zeit fürs Meer, wir fahren die Elbe hoch und zuletzt Danny macht ein bisschen Spaß in der Primetime. Und jetzt nehmen wir euch mit zu einem wunderbaren Ausflug im hohen Norden zu den Gletschern mit unserem Premium-Lektor Ralf Eden. Viel Spaß! Wir sind schon gespannt auf das, was uns erwarten wird. Wir sind nämlich hier in Olden und werden die Gletscher besuchen. Die Temperatur ist ja typisch für diese Gegend und ich bin gespannt, wie unser Gletschererlebnis werden wird. Wir sind jetzt von Olden circa 15 Minuten weiter hinauf durch das Tal gefahren und sind an zahlreichen Gletscherseen vorbeigefahren. Hinter mir einer dieser Gletscherseen und weit im Hintergrund sehen wir schon einen der Ausläufer des großen Gletschers des Jostedalsbreen, der ja zu den größten Inlandgletschern Europas gehören. Und das Wasser, meine Damen und Herren, hinter mir leuchtet so smaragdgrün, wie es wirklich nur hier der Fall ist. Denn die Eismassen haben Gesteine zermahlen und dadurch ist dieser See voller Mineralien, die diese Spiegelung bringen. Wir sind ein Stückchen jetzt schon hinaufgelaufen in Richtung Gletscherzunge und hinter mir der Briksdalsbreen, ein Ausläufer des sogenannten Jostedalbreens, des größten Inlandgletschers Europas. Es wirkt so märchenhaft. Wir sehen Steine, Moos bewachsen mit Flechten an den Bäumen. Und das ist die Landschaft, die gemacht ist für die Märchen über Feen, über Trolle, Riesen und Götter. Und so muss man sich es vorstellen, dass die Menschen diese Landschaft erlebt haben und sich das alles gar nicht erklären konnten. Diese Schönheit, diese bizarren, geheimnisvollen Formen. Diese gewaltigen Gesteinsfelsen hinter uns, 400 Millionen Jahre alt. Es ist so unvorstellbar. Dieser Gletscher 5000 Jahre. Wenn wir uns ein menschliches Leben vorstellen, ungefähr 100 Jahre, ist es ein Wimpernschlag. Und wenn wir an die Spezie Mensch denken, seien wir großzügig. Es gibt uns seit 2 Millionen Jahren. Vielleicht gibt es die Spezie Mensch noch 2 Millionen Jahre. Aber diese Steine werden noch länger stehen. Die Erde hat einen ganz langen Atem. Und das lässt uns so ehrfürchtig werden und unser Herz erfüllen. Und so sehe ich das in allen Augen der Gäste. Und mit dieser Stimmung werden wir jetzt wieder in Richtung Bus laufen. Und ich glaube, alle werden heute in einer seligen und glücklichen Stimmung diesen Tag in Erinnerung behalten. Manchmal, wenn ich morgens aufwache, denke ich als erstes daran, wie es ist, an Bord aufzuwachen. Und manchmal, wenn ich abends ins Bett gehe, denke ich, wie schön es ist, wenn man die Elbe hochfährt auf einem unserer Schiffe. Und da haben wir uns gedacht, das zeigen wir euch mal. Das wollen wir niemals vergessen. Wir freuen uns, dass es bald wieder soweit ist. Oh.
Und jetzt habe ich was Lustiges zu mitmachen und wir freuen uns sehr, wenn euch tolle Zungenbrecher einfallen, dann könnt ihr sie hier unten drunter heute posten. Und zwar hat der Danny in seiner Primetime mit Gästen zusammen das Zungenbrecherspiel gespielt. Das ist schon ganz lustig zum Angucken und wunderbar zum Mitmachen. Viel Spaß! Wer kennt Sie noch aus der Schule oder aus dem Freundeskreis, den ein oder anderen Zungenbrecher? Ich möchte gerne Fischers Fritze fischt frische Fische fischt Fischers Fritz. Wer sowas kann, kennt jemand einen Zungenbrecher? Oh, da fangen wir einmal an. Kommen wir zu dem jungen Mann direkt hier vorne. Hau ihn raus. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Kannst du es noch ein bisschen schneller, bitte? Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Das war nicht verkehrt. Zweimal am Stück nochmal. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Ja, krass, ja, krass, okay. War schon gut. Das muss man erstmal besser machen. Es ist ja, ich nehme die mal ab, es ist ja auch nicht so einfach, Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid zu sagen. Wer hatte sich noch gemeldet? Da meldet sich auch ein junger Mann. So, komm mal hier. Ich gebe dir das Mikrofon in die Hand. Du bist der? Fabian. Fabian aus? Merzig im Saarland. Ja. Auf Saarländisch. Hinter Hannesen Hennesenhaus hängen 100 Himmeter raus. Was hängt da raus? 100 Himmeter, Hemden. Sag das nochmal. Hinter Hannesen Hennesenhaus hängen 100 Himmeter raus. Ja, hat mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Also das ist ja im tiefen, dichten, fichten, dicke, dichten, dicke, nichten, tüchtig. So, wer kennt denn noch einen? Mein Mann ist, ich auch nicht, ich spreche auch Polnisch. Ich kenne auch Polnisch, also meine beste Freundin kommt aus Polen, bitte schön, aber ich sag nicht, was sie mir beigebracht hat. So, hallo, dann sag einen polnischen Zungenbrecher. Schauspielfinie w Tebrzeszynie. So, mein Lieben, das habe ich ab. Schneiden wir raus. So, also hier wird noch irgendwo mit dem Finger gezeigt. Wie gehört ihr zu mir? Ihr gehört zusammen? Ja. Das ist deine Mama? Ja. Oh, du schämst dich jetzt schon für deine Tochter? Warte mal ab, die guten Jahre kommen erst noch. Mach dich nicht über deine Tochter lustig, sie wird irgendwann dein Heim aussuchen. Immer lieb und nett sein. Ach, guck mal, als ob ich es geahnt hätte. Na gut, schieß los, jetzt bist du erstmal dran. Hier die Mama nicht blamieren. Mark mag Tomatenmark, weil Mark Tomatenmark mag. Genau. Ja. Das ist so ein Insider auf unserer Schule, weil dort jemand Mark heißt und wir sagen immer, er mag Tomatenmark, weil er Tomatenmark. Ist sie gut in der Schule? Okay, ich hoffe, du wirst mal viel Geld verdienen. Aber ich gönn dir das dann auch. So, einmal Applaus für Blaukraut, bitte. Ja, einmal hier für die Hemden. Und einmal hier für Mark, Tomatenmark, weil Mark kein Nutella mag. Das war für mich eindeutig. Und dein Preis ist... Ja, ihr gewinnt. Ein AIDA-Fanbeutel. Und du wirst lachen, das ist das erste Mal, dass ich einen AIDA-Fanbeutel weggebe. Das ist ja wie Wundertüte auspacken. Was gibt's da? Was ist? Was ist das? Kniffel. Okay, die AIDA-Edition. Ja, genau. Ein Logbuch. Ein Magneten. Keine Ahnung, Schlüsselanhänger und du gehörst auf jeden Fall ins Fernsehen mit einer Liebe, mit der du bei QVC sehe ich das. Ah, kaufen Sie diese Bluse oder kaufen Sie sie nicht, ist mir auch egal. 2 Stunden noch, ich lese jetzt mal ein Buch. Schön, dass du dabei bist, viel Spaß mit deinem Preis. Bitte schön, das ist dein Applaus. Und zum Schluss öffnen wir für euch wieder das Sehnsuchtskästchen mit den schönsten Bildern von Bord und der wunderbarsten Musik. Und jetzt viel Spaß und bleibt gesund und bis zur nächsten Woche. Leave me.
I pray and I beg, say you love me too.